ist noch was. Sieh mal. Was meinst du? Sollen wir dem nachgehen? Ich glaube, die listigen Kobolde müssen weiter herumschnüffeln. Dann los. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald listige Kobolde, die sich der Wahrheit über das große Holzhaus stellten. Sie überkam die kluge Prinzessin. Diese wurde verrückt und griff die Kobolde an. Als sie mehr über die Prinzessin und die Finsternis erfahren wollten, stellten die Kobolde fest, dass keiner der Waldbewohner die Wahrheit wissen wollte. Sie suchten und suchten, stellten unangenehme Fragen und erfuhren mehr über die kluge Prinzessin, als sie sich je erhofften. Doch die Suche hatte ihren Preis. Die Koboldschwester wurde von der Finsternis überwältigt. Aber der Koboldbruder grub weiter, tiefer und tiefer, bis seine Koboldschwester schließlich sagte, es reicht. Und so waren die Kobolde erneut voneinander getrennt. Allein und verwirrt, mit vielen unbeantworteten Fragen und vielen offenen Wunden. Die Prinzessin nach vorne sehen und ihren Platz in der Welt finden, in der sie nicht länger eine Prinzessin mit Tiara und wunderschönem Kleid war, nur eine fahle Frau, allein im tiefen, alten Wald.
Mhm. Kommt man. Okay, das gucken wir uns gleich an. Oder jetzt? Was zum? Ich sollte vielleicht was essen. Das werden viele Monate in Schneestiefeln. Besser als zu schwitzen, hallo? Er mag diese Art von Aufmerksamkeit nicht, aber er tut so viel für die Gemeinschaft. Oh, das ist doch Eddie. War Eddie damals verheiratet? Er hatte doch, glaube ich, nur die Mutter. Eddie sah ziemlich besorgt aus, als ich gestern Abend heimkam. Ich hätte mit ihm darüber reden sollen, was passiert ist, aber was zur Hölle hätte ich denn sagen sollen? Ja. Ich glaube, den hat Eddie seit dem schrecklichen Blind Date vor 2 Jahren nicht mehr getragen. Ich glaube nicht, dass ich in Delos Crossing eine Claire kenne. Aber ich sollte hier nicht herumschnüffeln. Hab ihn lange nicht spielen gehört. Es liegt nur da und staubt ein. Eine Geheimnishüterin in ihrem Geheimversteck. Vielleicht kann mir das Buch der Kobolde dabei helfen, es herauszufinden. Vielleicht kann mir das Buch der Kobolde dabei helfen, es herauszufinden. Ja, aber... Hey, ich hab... Oh, ist das behindert? Nee, tschüss. Diese Rätsel mit den Büchern finde ich halt sowas so nervig. Das ist privat. Mir doch egal. Schöne Erinnerung. Selbst wenn Tyler nicht da war. Hm. Eddie muss ständig nach Juno und zurückgefahren sein, um diese Shows zu sehen, bevor er sich um mich kümmern musste. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Eddie mir nie erzählt hat, dass er für Fireweed gezahlt hat. Zum Glück wollte er mich nie überreden, meinen Nachnamen zu ändern. Halt, stopp. Irgendwas stimmt hier nicht. Das habe ich immer geliebt. Ach, das hatten wir schon. Ich muss den Papierkram zusammensuchen. Vielleicht hilft mir das ja, meinen Kopf frei zu bekommen.
Ich wünschte, Eddies Mutter hätte mir das beibringen können. Ich wünschte, man könnte Gefühle einfach wie Schallplatten wechseln. Erstmal was essen. Ich kann jetzt echt nichts essen. Hier ist der Ordner. Ich brauche nur meinen Ausweis und die Gehaltsabrechnung. Okay. Wir waren eine Familie. Alice, wie konntest du mir das antun? Scheiße. Ich muss an was anderes denken. Konzentrier dich. Ausweis und Gehaltsabrechnungen. Michaels cremiger Spezialkrabben-Eintopf. Ja, nee. Lass mal stecken. Eddie meint, für jeden Schmerz gibt's eine Pflanze. Außer Herzschmerz. Ich will echt nicht zurück auf die Wache. Vor allem nach gestern. Oh, ich verliere mein ganzes Leben, was ich mir aufgebaut habe. Oh, mein dummer Bruder ist jetzt wieder zurück und macht alles kaputt. Oh, halt doch einfach die Schnauze, ey. Muss sich gut anfühlen, irgendwo dazuzugehören. Wozu auch immer. Ich wünschte fast, das Haus wäre gestern Nacht abgebrannt. Dann müsste ich... Was, wenn ich meine Sachen packe und gehe und nie wieder zurückschaue? Ah, hier ist mein Ausweis. Das hier war nie mehr als eine Junggesellenbude, hm? Ich hatte so viele Pläne. Alles für dich geopfert. Das ist dein Dank? Mir ins Gesicht zu lügen? Du bist nicht mein Kind. Mein Plan verdient was Besseres. Hör auf, Allison. Hör auf, dich selbst fertig zu machen. Schnapp dir einfach deine Gehaltsabrechnung, damit du hier endlich rauskommst. Okay. Sehen wir uns weiter die Dinge an. Und Knuddelkind. Die Welt kommt mir gerade so verdammt klein vor. Ich muss irgendwie diese Gedanken loswerden. Allison, bitte. Verdammte Schande. Komm schon, Allison. Lass es. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwas zu hören. Mit dem Teppich. Ich frage mich, was Michael davon hält. Ob er das versteht? Ich wünschte, ich könnte all das mit ein paar Korbwürfen vergessen. Ich wünschte, man könnte Gefühle einfach wie Schallplatten wechseln. Ich würde gerne da rausgehen. Oh, darf ich? Du hast es geschworen, Allison. Es ist nichts. Da ist nichts. Die Figur ist schon so ein bisschen creepy. Aber wie schön das hier ist. Ich mag Schnee. Schnee ist toll. Okay. Meine letzten Gehaltsabrechnungen müssten alle in dem Ordner in meinem Zimmer sein. Na dann, los geht's. Flashback.
Da unten sind die Papiere nicht. Ja und? Da unten sind die Papiere nicht. Ja, das ist mir doch egal. Lass mich doch da trotzdem runtergehen. Da unten sind die Papiere nicht. Mom! Ich habe ihm gesagt, ich will die Erinnerungen nicht mehr sehen. Aber er wollte nicht hören. Bruder, Schwester, wir passen auf uns auf. Das hast du gesagt. Aber du meinst nicht, was du sagst, oder? Das sind nur Worte. Du hast mich verlassen, Alice. Alleine und voller Angst. Yep. Hat sich unterbuttern lassen. Was zum Teufel stimmt nicht mit mir? Das ist der Hund, ne? Zack. Was haben wir hier? Ich komme mir echt so blöd vor, aber ich komme mir auch blöd vor, weil ich mir blöd vorkomme. Okay. Nicht hier. Hä, ich war doch... Wait. Jum. Hier sind sie. Okay, ich glaube, ich habe alles, was ich für die Bewerbung brauche. Wo kommt das her? Wo habe ich mein Handy gelassen? Allison, Hilfe! Allison, bitte. Der wilde Jäger. Was stimmt nicht mit mir? Ich... Nein, nein, nein. Nein, ich pack das jetzt nicht. Ich sehe schon. Kein Telefon hier. Ja, es ist da. Drunter. Trotzdem gehen wir erst hier ran. Wo ist es? Warum ist das hier?
Heidi. Endlich! Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Was hast du getrieben? Ja, sorry. Ich hatte mein Handy nicht dabei. Okay. Ich wollte nur fragen, ob unsere Verabredung zum Essen noch steht. Ja, natürlich. Ich bin auf dem Weg. Ach ja? Es klingt, als hätte ich dich aufgeweckt. Das scheint nur so. Wie dem auch sei, ich muss vorher noch einige Sachen erledigen, aber ich komme. Okay, Süße. Bis gleich. Reiß dich zusammen, Allison. Komm schon. Schnapp dir den Ordner. Zieh dich an. Und los geht's. Oder gestern Abend war ich nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Vielleicht klappt's jetzt. Seit ich hier ankam, habe ich nie viel von Weihnachten gehalten. Eddie gibt sich solche Mühe. Du hättest dich erst um dich selbst kümmern sollen, Marianne. Für uns alle. Das ist ein völlig anderes Leben. Eddie schafft es einfach nicht, Carols Sachen auszusortieren. Also ist Carol... Warte mal, war Carol... Nee, Carol war Eddies Mutter, oder? Ich habe sie immer als Eddies Mutter gesehen, aber es kann ja auch sein, dass es seine Tyler Frau war. Tyler und ich sollten um den See radeln, wenn wir wieder reden. Wenn sie seine Frau war, dann war der Brief vielleicht doch von ihm. Und dann habe ich recht. Ha. Du fehlst mir. Eddie war in letzter Zeit zu beschäftigt, um angeln zu gehen. Ich weiß, dass es ihm fehlt. Ich mag es voll, wie sie ihren Zopf so trägt. Morgen. Hey, Ali. Hey. Hi, Leute. Was macht ihr hier? Tessa und ich haben uns nach deiner Krankmeldung Sorgen gemacht. Sie hat im Café zu tun, hat mir aber einen Kokosnusskuchen mitgegeben, weil du es nicht zum Mittagessen schaffst. Das ist nett, Tom. Danke. Ich gehe schon mal rein, sonst friere ich mir noch den Arsch ab. Okay, danke. Ist Tyler heute nicht da? Nein, er hat zu tun. Drüben am Haus. Verstehe. Muss schwer sein, das Haus eurer Kindheit zu verkaufen. So viele Erinnerungen. Oh, schon okay. Wir kommen drüber weg. Das hoffe ich wirklich. Also, Tessa hat mir erzählt, was auf dem Friedhof vorgefallen ist. Ja, tut mir leid, dass es so heftig wurde. Aber wir mussten einfach verstehen, warum Marianne tat, was sie tat. Besonders Tyler. Oh, natürlich, natürlich. Das ist dir bewusst. Habt ihr zwei nichts gesagt, was sie nicht selbst schon dachte? Sie gab sich jahrelang die Schuld. Naja, sie war nicht alleine verantwortlich. Alle haben sich irgendwie schuldig gemacht. Gut, dass du das erkennst. Es scheint, als wäre dein Bruder, naja, nicht annähernd so nachsichtig, oder? Er war schon ziemlich schroff. Vor allem zu Eddie. Aber wir hatten genug von Leuten, die uns nur zu unserem Besten anlügen. Ja, natürlich. Völlig nachvollziehbar. Nur, es tut mir leid, dass du die ganzen Konsequenzen trägst. Ich hörte von dem Streit mit deinem Onkel. Ich hoffe wirklich, dass dein Bruder deine Opfer zu schätzen weiß. Wird er. Ich meine, das tut er. Tut mir leid, ich bin ziemlich durch. Natürlich. Ruh dich nur aus. Sag Michael, dass er sich Zeit lassen kann.
Okay. Danke für den Besuch, Tom. Mach's gut, bis bald. Sorry, dass ich dich hängen lassen hab. Im Ernst, fahr unter keinen Umständen bei Tom mit. Hat er von den neuen scharfen Schokoriegeln erzählt? Ja, und auch was sie mit seiner Verdauung anstellen. Was ist mit ihm? Er war noch nie so hilfsbereit. Ich glaube, er und Tessa machen sich ernsthaft Sorgen. Außerdem muss man im Wahlkampf nach seinen Bürgern sehen. Ja, vermutlich. Wie schön, dass du da bist, Michael. Danke fürs Kommen. Kaffee und ein freundliches Gesicht hatte der Doktor doch verschrieben, oder? Ich will mich einfach nur den ganzen Tag lang vom Fernseher einrollen. Vielleicht die letzte Staffel von Die Hexen von Eldam bingen. Dann mach das. Nee, ich muss meinen faulen Arsch für mein Treffen mit Dee hochkriegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss echt raus aus der Lost Crossing. Naja, wir sind fast soweit, stimmt's? Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich habe dieses Gefühl, dass alles ins Wasser fällt und ich dann hier festsitze. Für immer. Das wird nicht passieren. Wir haben einen Plan. Ich bin heute ständig kurz vorm Durchdrehen. Was meinst du? Schwer zu beschreiben, aber ich kann mich nicht beruhigen. Hast du je so Affirmationskram ausprobiert? Wenn die Dinge schlimm stehen, sage ich mir immer, dass das alles auch wieder vorbeigeht. Dass ich toll bin und meine Gefühle berechtigt sind. Es wird vorbeigehen, ich bin toll, meine Gefühle sind berechtigt. Wir arbeiten dran, aber es ist ein guter Start. Allison, was ist los? Alles läuft falsch. Mein ganzes Leben geht einfach den Bach runter. Alle, die mir nahestehen, haben mich jahrelang belogen und ich kann nicht mal meinen Erinnerungen trauen. Als würde meine Realität sich immer wieder verändern. Hey, ich verstehe, dass Tylers Rückkehr viele Fragen für dich aufgeworfen hat. Aber vielleicht solltest du nicht gleich alles aufgeben, ja? Die letzten Tage war viel los und es ist voll okay, überfordert zu sein. Du wirst noch dahinter steigen. Familien sind abgefuckt. Es sind quasi Abfuckmaschinen. Du hast recht. Ich muss mich entspannen. Vielleicht heitert dich das wieder auf. Ich habe die perfekte Bude gefunden. Schau mal. Ziemlich cool, hm? Die Kaution ist ein bisschen hoch, aber es gibt zwei große Schlafzimmer mit Blick auf den Kanal. Liebling, willst du dein Zuhause wirklich für diesen hässlichen Kasten aufgeben? Oh Gott. Alice, sieh mich an. Ist okay? Ich bin nur... ich muss... Ich muss mich nur kurz setzen. Schon okay. Ich bin ja da. Was ist los? Mein Gott, alles. Mein Herz schlägt wie verrückt. Immer, wenn ich esse, wird mir schlecht und... Und ich sehe Dinge. Erinnerungen von Mary Ann und mir und Tyler, als wir Kinder waren. Und Eddie und... Früher waren es Dinge, die meiner Meinung nach wirklich passiert sind. Aber jetzt sind sie überall. Und brüllen jeden beschissenen Gedanken aus, den ich je über mich hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Das ist heftig. Sorry, es... Die so
sowas früher schon mal passiert? Gleich nach Marians Tod hatte ich viele Panikattacken, aber das war anders als jetzt. Komm her. Ich verstehe. Okay? Ich verstehe dich. Du musst mich für komplett verrückt halten. Nein. Ich glaube, du hast was echt Schlimmes durchgemacht und warst nie in Therapie, oder? Ja, ich habe nach ein paar Therapeuten geschaut, aber die sind alle so weit weg und echt teuer. Naja, du weißt, wie es mir 2011 ging. Ich weiß nicht, ob ich es ohne Hilfe geschafft hätte. Und du bekommst bald Geld vom Hausverkauf. Für unsere Wohnung in Juno. Ich lass dich nicht einfach hängen. Hey, ich weiß, du hast es, andere zu enttäuschen, aber dein eigenes Leben geht vor. Ich verstehe das. Und Tyler auch. Danke. Ich versuch's. Ich muss echt mit dem Haus weitermachen, aber Tyler übernachtet da. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffen will. Wenn du willst, gehe ich für dich hin und gucke, wie er sich fühlt und ob er reden will. Was meinst du? Ja, das könnte funktionieren. Ich hoffe nur, er spricht mit dir. Er war noch nie gut darin, sich neuen Leuten zu öffnen. Sicher? Ja, natürlich. Ich versuch's gern, wenn es euch zwei vielleicht wieder zusammenbringt. Oh shit, ich bin zu spät fürs Essen mit Dee. Ich muss mich noch umziehen, aber wenn du willst, setze ich dich beim Laden ab. Klar, danke. Nein, Michael, danke dir fürs Zuhören. Ernsthaft. Naja. Heidi. Hey, meine Hübsche. Alles okay? Du siehst echt beschissen aus. Ich hab nicht sehr gut geschlafen. Aber hier bin ich, weil du mir wichtig bist, siehst du? Oh, nun, ich weiß unseren Mädchenausflug zu schätzen. Gib mir nur 5 Minuten, um den Papierkram zu erledigen. Keine Eile, ich muss Eddie noch was vorbeibringen. Klar, und du musst Mrs. Romeros Kuchen probieren. Als Dank für die Hilfe mit ihrem Exhibitionisten. Im Pausenraum. Beeil dich besser, bevor Gregs ihn vertilgt. Mrs. Romeros Kuchen? Bin dran. Ich treff dich dort, wenn ich hier fertig bin. Mach's dir dort oben nicht zu gemütlich. Befehl vom Chief. Sorry. Eddie ist wohl beschäftigt. Ich sollte ihn nicht stören. Ich sollte eigentlich nicht lauschen. Jetzt wird nicht mehr rumgeschnüffelt. Meine Eltern und mein Bruder leben hier. Vielleicht kennen Sie ihn. Er arbeitet bei der Post. Er heißt Danny. Ja, kenn ich. Sie besuchen also die Familie. Rund um Elche zu jagen, richtig? Sie haben einen Schein für die Gegend bei Millers? Korrekt. Die Saison ist an den meisten Orten beendet. Glück gehabt. Das stimmt wohl. Den Elch in Ihrem Fahrzeug haben Sie in dem freigegebenen Gebiet gejagt, richtig? Natürlich. Ich bin ja kein verdammter Wilderer. Ganz ruhig, Sir. Ich kann erst gehen, wenn ich die Papiere zu Eddie gebracht habe.
Eddie ist da drin. Oh, er macht den Typen echt zur Sau. Ich sollte die Unterlagen hier ablegen. Eddie ist noch eine Weile beschäftigt. Warum denken Sie, dass das meine Hülsen waren? Wir erhielten einen Hinweis, Sie hätten behauptet, dort ein Elch geschossen zu haben. Was für ein Bull. Nein, Sir. Der Bulle ist in Ihrem Fahrzeug. Muss ich den Wald Sitzen wir mal ein bisschen. Und gucken uns das an. Chief Brown. Es war ein einfacher Fehler. Ein Fehlurteil. Aber Sie können das Fleisch behalten. Ich schwöre, dass das nie wieder vorkommt. Wäre das geklärt? Wollen Sie nicht bestätigen? Wir riskieren bereits mehrere Verstöße. Sie können es missbrauchen, die da richtig. Ich sollte mir ein Stück Kuchen schnappen, bevor Gregs alles verschlingt. Ja, ist ja in Ordnung, mein Gott. Ich frage mich, was Eddie über meinen Umzug denkt. Wir haben kaum darüber gesprochen. Morgen. Hallo, Miss Ronan. Hey, Gregs. Hey, Allison. Was führt dich heute her? Kuchen. Dessert zum Mittag. Ziemlich cool, was? Ziemlich cool, ja. Ich war schon immer ein Schleckermaul. Hab's von meiner Mutter. Sie hat fast täglich gebacken. Muss aber langsam ein bisschen aufpassen. Anordnung vom Arzt. Brandon geht's da ganz ähnlich. Man, das Kind kann essen. Linda ist ziemlich besorgt, aber... Jungs im Wachstum. Er braucht die Energie. Er will Rest... Dieser Kuchen ist der Wahnsinn. Der beste, den ich je hatte. Oder? Hey, Gregs. Und? Was treibt die Unterwelt von Delos Crossing so in letzter Zeit? Wilderer, Vandalen, ein paar unvergessliche Sittlichkeitsvergehen. Nichts Ernstes. Ich hab da nichts gegen. Langweilig ist gut. Nicht wie in Juno. Meine Tochter will da unbedingt hinziehen, aber das kann sie vergessen. Warum? Juno ist super. Dort erlebt man wenigstens was. Drogen, darum. Doppelt so viele Delikte wie im Landesdurchschnitt. Ständig kommen Leute von. Weiß Gott woher. Oh, das wusste ich nicht. Immer diese Drogen. Hey, Gregs. Stehen irgendwelche großen Urlaubspläne an? Wir fahren über Thanksgiving wahrscheinlich nach Anchorage. Lindas Schwester wohnt in der Gegend. Aber... Für Neujahr habe ich geheime Pläne für einen Familienausflug nach New York City. Wow. Hab 2 Jahre lang gespart und alles mit einer falschen E-Mail-Adresse gebucht. Richtig cool. Da möchte ich ja auch gern mal hin. Ist wohl unser letzter Ausflug, bevor Lauren aufs College geht, also soll es schön werden. Ich bin mir sicher, dass ihr viel Spaß haben werdet. Ja. Hey, Gregs. Schon gut. Schon gut. Was gibt's bei dir? Forellenpastete und Schwarzrettich. Ich bin auf Diät. Ja. Eine Kuchendiät? Hey, darüber schweigen wir. Hey, sorry, dass es so lange ging. Keine Sorge. Du wirst es nicht glauben. Wir haben den Briefkastenräuber. Rate, wer es war. Lass mich raten. Ein Nachbarskind? Falsch. Ein Waschbär. Der Meisterkriminelle von Delos Crossing war am Ende nur ein pelziger Müllschlucker. So werden Legenden geboren. Eieiei. Jedenfalls tut es mir echt leid, dass ich dich sitzen lasse, aber ich muss den Kleinen zur Wildtierbehörde bringen. Wir verschieben das, okay? Oh, kein Problem. Wirklich, das verstehe ich. Die Pflicht ruft. Danke. Naja, das holen wir einfach nach. Ich fühle mich schlecht, deinen Geburtstag verpeilt zu haben. Ich wollte eigentlich was für dich machen, aber ich war ziemlich beschäftigt, deswegen... Nein, ich verstehe schon. Dein Bruder ist zurück und jetzt liegen deine Prioritäten woanders. Was? Nein, nein, es ist nicht... Ganz ruhig, ich mache nur Spaß. Ich muss jetzt echt los.
Ich rufe dich später an. Versuch etwas zu schlafen, okay? Bis dann. Tja, so viel zu meinen Mittagsplänen. Hey, ist dein Bruder heute nicht dabei? Nein. Er wollte sich hier wohl nicht mehr blicken lassen, nach dem, was er gestern abgezogen hat, was? Ja, das tut mir leid. Es war alles zu viel. Keine Sorge. Wir wissen, dass es nicht deine Idee war. Oh. Hey, wir sorgen uns alle um dich. Das ist nicht die Allison, die wir kennen. Die Allison, die ihr kennt? Ja, das süße, clevere Mädchen, das nie jemandem absichtlich wehtun würde. Ich weiß, ihr drei habt euch versöhnt, aber im Ernst, es machte ihn zu schaffen. Wir haben getan, was nötig war, um zu bekommen, was wir brauchen. Okay, sei aber bitte vorsichtig. Ich mache das schon sehr lange. Und Leute ändern sich sehr selten. Selbst wenn wir es wirklich wollen. Hör zu, ich bin echt müde. Können wir das nicht? Allison, ich mag dich. Wirklich. Ich kenne dich schon ewig. Du bist ehrlich, standfest. Du machst keinen Ärger. Aber Tyler, ich meine, wenn er untergeht, lass dich nicht von ihm mitziehen, okay? Ich kann das nicht. Alles okay? Bitte lass mich einfach. Ich brauche Luft. Ich brauche frische Luft. Schon mal. Gleich geschafft. Ich muss nur einatmen. Folge den Kreisen. Nur noch ein bisschen. Einfach weiteratmen. Ein und aus. Ultra weird. Mein Herzschlag wird langsamer. Weiter dranbleiben. Einmal noch? Du schaffst das schon, Allison. Du schaffst das schon. Mir geht's gut. Was passiert hier? Alles okay? Ja. Schwindelst du? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wie die Leute da sein werden. Oder wann ich dich wiedersehe. Wir können es rückgängig machen und sagen, was wirklich passiert ist. Nächster. Das war's. Ende. Ich kann immer mit der Stimme mit dir reden, oder? Ja, klar. Es wird fast so sein. Oha. Es ist Zeit zu gehen, kommt schon. Hey, Chief! Eine Sekunde. Hey, Kinder. Ich
bin zurück zum Haus und hab ein paar Sachen für euch. Ich weiß, wie viel sie euch bedeuten. Danke. Danke, Sam. Oh, Kinder. Oh, Sam. Das ist nur ein Auf Wiedersehen auf Zeit, okay? Was geht ab, Benny? Wie geht's dir? Allison? Was machst du hier draußen? Es ist kalt. Ich brauchte nur etwas Luft. Was ist passiert? Was ist, kleiner Elch? Ach ja, mir geht's auch gut. Ich hatte eine Panikattacke. Das wird schon. Komm mal rein und wärm dich auf. Dann sprechen wir darüber. Was macht dein Rücken? Besser geworden? Tut mir leid. Der Morgen war einfach so... Gott, wie peinlich. Schon gut. Du hattest lange keine Attacke mehr. Was ist los? Ach, Mann, ich lag so falsch. Bei einfach allem. Lag es an etwas, das Tyler gesagt hat? Nein. Hm. Nicht er. Ich war es. Schon wieder. Ich habe ihn enttäuscht. Ich finde, du hast dir echt den Arsch aufgerissen für ihn. Nee, hat sie nicht. Du verstehst nicht. Ellie, du trägst so viel mit dir herum. Mit Tylers Rückkehr und deinem Umzug. Lass es doch mal gut sein mit diesen Dingen, die dich offensichtlich stressen. Wenn du Marianne meinst, nein. Ich schulde es Tyler einfach. Wirklich? Ich weiß nicht, warum du die Schuld bei dir suchst. Du warst nicht schuld. Das stimmt nicht, Eddie. Ich war da. Ich... Du warst 11 Jahre alt. Du hättest nichts tun können. Du darfst nicht zulassen, dass es dich weiterhin so verfolgt. Dann nicht bewegen, ne? Hör zu. Du bist nicht wie deine Mom. Was meinst du? Ihr ist was zugestoßen. Etwas Schlimmes. Ich weiß nicht was, aber... Es ließ sie nicht los. Du darfst nicht den gleichen Fehler machen. Sag diesen Geistern, sie sollen abhauen. Komm, einfach raus damit. Eddie, ich war's. Ich war die mit der Schere. Was? Was sagst du da? Sie hat Tyler bedroht. Als ob ich zugestochen. Ich hab sie getötet. Ich habe meine Mutter getötet. Aber Tyler hat gestanden. Er kam nach Fireweed. Wir haben gelogen. Wir haben alle belogen. Wie konnte
hättest du ihn die Schuld auf sich nehmen lassen. Es war ein Fehler. Ich weiß. Wir standen unter Schock. Tyler wollte die Schuld auf sich nehmen und ich habe ihn gelassen. Aber wir hätten ehrlich sein sollen. Es muss hart gewesen sein, das alte Jahr zu verheimlichen. Ich habe es irgendwie verdrängt. Aber jetzt kann ich nur noch daran denken. Egal, wo ich hingucke. Sie ist da. Ich ertrage es nicht mehr. Eieiei. Es ist nicht einfach, so etwas zuzugeben. Das erfordert viel Mut, Allison. Ich hätte es sehen sollen. Es tut mir so leid. Das war nicht fair euch gegenüber. Mensch, jetzt sieht sie aus wie ihre Mutter. Oh Gott. Danke sehr, Eddie. Wie fühlst du dich jetzt? Schon besser? Erleichtert. Und echt müde. Ich musste vorhin an etwas denken. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich passiert ist. Am Tag von Tylers Abreise, kam Sam da mit Sachen von uns vorbei? Ja. Ja, das stimmt. Tat er. Er hat uns unsere Koboldfiguren mitgebracht. Und wir haben uns alle umarmt? Ja. Er hat sich die Hausschlüssel geliehen, um sie zu holen. Er war oft bei uns zu Hause. Hat Dinge repariert, Tiere verjagt. Ich weiß, dass du nicht herausgefunden hast, wer unser leiblicher Vater war. Aber hast du je gedacht, es könnte Sam sein? Also, eure Mama und er standen sich nahe. Es ist möglich, aber dafür gab es keine Indizien. Ich muss mit ihm reden. Sicher, dass das gut ist? Du brauchst etwas Ruhe. Ich muss das tun. Nicht nur für Tyler. Auch für mich. Ich sag's immer noch. Entweder... Ich hab dich lieb. Danke für alles. Es ist er. Ich melde mich. Es ist der Pastor. Spiel zieht sich so ein bisschen, wa? Uiuiui. Okay. Du schaffst das. Out of order, go around. So friert man? Oh boy. Familie ist Familie gemacht. Verfluchte. Die Heber sind schon drin. Fuck. Auch eine Gewindedichtung. Oh, Ellie, ich.
Hallo. Hi, Sam. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Was machst du so? Mein Cousin Billy hat ein altes Motorboot gekauft, aber beim Rausfahren den Motor absaufen lassen. Ich hab gesagt, ich reparier's. Ich kann weder die Kette noch die Ventildecke wieder aufsetzen. Also, was gibt es? Ich hab gedacht, dass... ich wollte eigentlich dein Boot bestaunen. Mehr nicht. Ja. Okay, ja. Wie ist es? Ich habe dein Boot schon länger nicht mehr im Wasser gesehen. Ja, es war mal wieder Zeit für eine Überholung. Überholung? Oh ja. Du musst das Ding aus dem Wasser ziehen, um den Rumpf auszubessern. Und mir haben ein paar nötige Werkzeuge gefehlt. Also, dauert es. Ich habe dein Boot schon länger nicht mehr im Wasser gesehen. Oh. Ja, es war mal wieder Zeit für eine Überholung. Ganz schön lange für eine routinemäßige Wartung. Naja, du weißt schon. Ich meine, ich könnte gerade sowieso nicht rausfahren. Sie wollen den alten Sam ein wenig trockenlegen. Oh, ja. Ja, das ergibt Sinn. So, können wir jetzt reden? Also, wie geht's ihr? Hä? Du gehst manchmal in ihren Diner, stimmt's? Dein Freund arbeitet da. Oh, du willst wissen, wie es deiner Ex-Frau geht. Ja. Ja, wir waren neulich erst im Diner. Sie war da. Hat jetzt ganz kurze Haare. Das hatte sie schon immer vor. Und sonst so? Sam, warum sprichst du nicht selbst mit ihr? Tue ich. Ich spreche mit ihr. Ich frage nach Richie und nach Dylan. Sie antwortet mir nur nicht. Dann solltest du das respektieren. Aha. Okay. Also, ich war drüben auf der Wache und ich habe über ein paar Sachen nachgedacht. Ja? Du kennst uns ja schon eine Weile. Kann man sagen. Du hast damals mal mein schickes Jeanshemd vollgekotzt. Ja, tolle Erinnerung. Wo ist dein Bruder? Drüben im Haus, denke ich. Was hat er heute vor? Kein Plan. Okay. Brauchst du noch lange? Ich dachte, wir könnten reden. Ich repariere den Motor nicht mit den Ohren. Was gibt's? Ich... Schon gut. Okay, müssen wir ihm vielleicht helfen? Mann, der Artikel über Ozeanversauerung ist ja richtig verstörend. Was ist? Oh, in der Zeitung ist ein Artikel darüber, wie der Klimawandel den Ozean ruiniert. Ja. Es gibt immer weniger Fische. Und ich sehe immer weniger Wale. Keine Ahnung, wo das hinführt, aber wir steuern mit Vollgas. Oh, das kenne ich. Die Einleitung ist für immer in mein Hirn gebrannt. Beeindruckende Sammlung. Wenn dir was gefällt, nimm's dir. Ich navigiere eigentlich nicht mehr. Hey, Enzyklopädie der Astronomie. Die habe ich auch. Ah ja, die ist gut. Sehr ausführlich. Oh, was für ein schöner Sextant. Oh ja, ein Geschenk meiner alten Mannschaft zum 30. Das ist wunderschön. Heute ist der vor allem Dekoration. Ich mache die Dinge gerne auf die altmodische Art und Weise. Wie läuft's am Haus? Langsam. Wir haben viel zu tun. Klar, ich meine, dann stecken ja auch gleich mehrere Leben. Eine Schande.
glaube halt nicht, dass Sam unser Vater ist. Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht noch was finden. Wir gehen noch mal zu ihm. Verdammt. Oder können wir vielleicht... Muttern sind verklemmt. Also machen können wir hier auch nichts. Hast du Probleme? Ich bekomme diese Mutter nicht los, weil mein Cousin sie verrosten lässt. Ich habe hier irgendwo noch Entroste. Wenn du ihn findest, bring ihn her, ja? Gefunden. Oh, klar. Easy. Steht, glaube ich, hier WD-40 drauf. Hier, bitteschön. Hilft dir das? Oh. Danke, Prinzessin, aber das nicht. Es ist in einer roten Dose. Ich bin keine Prinzessin. Oh. Ich bin keine Prinzessin. Du nachschauen, ob ich irgendwo in diesem Durcheinander noch Rostspray habe? Ja, ist ja in Ordnung. Och, Mann. Es war in einer roten Kiste, meint er. Verdammt! Was ist passiert? Meinen Finger in dieser scheiß Zange eingeklemmt. Och, Mensch. Wolltest du mir einen Verband? Du müsste in dem Schrank dort drüben liegen. Ja, bin ja schon auf dem Weg. Doofkopf. Ja, komm schon. Na komm. Der Müll müsste in dem Schrank dort liegen. Ja. Hab's gefunden und jetzt geht's los. Sam, bist du unser Vater? Was? Dachte mir schon, dass du mich das irgendwann fragst. Und? Schön wär's. Was ist das denn für eine Antwort? Tut mir leid, Ellie. Aber der Mann, den du suchst, bin nicht ich. Oh, okay. Dann glaube ich dir das mal. Hey, du hast kein Recht, hier reinzustürmen und dich über etwas aufzuregen, mit dem ich nichts zu tun habe. Aber ihr wart euch so nahe. Ich weiß, dass du ihr was bedeutet hast. Glaubst du wirklich, ich hätte euch zwei ohne Vater aufwachsen lassen? Ich mag ein Versager sein. Aber kein Feigling. Aber du musst etwas wissen. Nein, wirklich. Eure Mutter hat nie... Hört zu. Wir waren nur Freunde. Ich meine,
Sieh dir den alten Sam an. Eine Frau wie Mary Ann würde sich nie ernsthaft auf mich einlassen. Ich bin es so leid. Ich bin es so leid, Mary Anns beschissene Geheimnisse aufzudecken. Ich verstehe sie nicht. Ich will sie hassen, so sehr. Aber ich weiß nicht mal, wer sie war. Komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Komm rein, komm rein. Oh, wann hast du zuletzt dein Fenster aufgemacht? Die Heizung ist defekt. Was ist das alles? Hier, ich... Nur Erinnerungen. Darf ich? No. Schwerter und Intrigen. Ach, hab sie an ihrem Geburtstag eingeladen. Sie hat jede Sekunde gehasst. Auf dem Rückweg hat sie nur über die furchtbare Adaption gemeckert. Oh, es war ein Buch? Glaub schon. Eins ihrer Lieblingsbücher. Oh, sie war so wütend. Deine Mom gemacht. Sie war eine echte Künstlerin. Ein bisschen wie du. Daran erinnere ich mich. Dies von unserem Trip nach Juno. Mhm. Für den Ausflug hat sie ein ganzes Jahr lang gespart. Ja, das Spiel ist gut gemacht, aber es zieht sich ein bisschen. Sie wirkt glücklich. War sie. Wann war das? Warum trägst du einen Doktorhut? Da habe ich endlich meine Kapitänslizenz bekommen. Mary Ann hatte mich dazu überredet. Sie hat darauf bestanden, dass ich ihn während des Schwurs trage. Das hat Laura gemacht. Wir haben Monate an der Scheune gearbeitet. Das Dachdecken war der reinste Albtraum. Der Speicher, er wurde einfach nicht dicht. Warte, es gibt einen Speicher? Ja, das wusstest du nicht? Nein, ich hatte keine Ahnung. Ist das eine Falltür? Ja,
Sie wollte, dass ich sie versiegle. Ich meinte, es wäre dann echt schwer, Heu da hochzubringen, aber das war ihr egal. Was lagert da oben? Ich habe gemerkt, dass sie nicht darüber reden will, also habe ich es respektiert. Es wird spannend. Naja, wir müssen es für den Verkauf ohnehin ausräumen. Wir werden es wohl bald erfahren. Ellie, willst du das wirklich durchziehen? Wie ich schon meinte, das Haus bedeutet eurer Mutter wirklich alles. Es ist alles, was wir noch haben. Das kannst du nicht einfach wegschmeißen. Doch. Tut mir leid. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Aber du musst weiterleben. Was geschehen ist, ist geschehen. Vielleicht hilft es, mit jemandem darüber zu reden. Hab ich dir je erzählt, wie ich mir das Bein gebrochen habe? Bruch im Schienbein an. 3 verschiedenen Stellen. Ich konnte einen Monat lang nicht laufen. Dazu nichts zu gebrauchen. Oh Mann. Ich war so deprimiert, dass ich es nicht mal aus dem Bett geschafft habe. Aber deine Mom wollte nichts davon hören und ließ nicht locker. Sie hat mich aus dem Bett gezerrt. Und wir fuhren an einen schönen Ort am Hafen. Wir saßen dort einfach und schauten den Booten zu. Es sind immer die Risse, durch die wir das Licht in der Dunkelheit sehen. Das hat sie gesagt. Du musst lernen, mit dem zu leben, was du hast. Ich denke sehr oft daran. Ich muss mich erinnern. Oha, das hat's aber. Denn der hat Bier getrunken, oder? Voll weggescheppert. So. Und jetzt Spiel. Bisschen mehr, was mich catcht. Danke. Na komm. Bitte. 50G, bist du mein Daddy? Schon überall gesucht. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Wow. Setz dich mal lieber hin, okay? Oha. Komm schon. Hör mal, wenn du lieber allein bist, geh ich. Aber wenn du etwas loswerden willst, ich sag's nicht weiter. Hast du Ellie gesehen? Wie geht's ihr? Ja, ich hab heute Morgen geschaut, wie es ihr geht. Sie war ziemlich fertig. Was auch immer zwischen euch passiert ist, macht sie echt fertig. Hör zu, ich will dich da nicht mit reinziehen. Tja, ich bin schon mittendrin und du siehst fertig aus, also... Ich habe einfach viel um die Ohren. Also, da wüsste ich ein Gegenmittel. Wie ein weiser Mann einst sagte, Fischen heilt die Wunden des Herzens. Bist du dieser weise Mann?
Hey, wie gesagt, ich schreibe meine eigene Geschichte. Also, kommst du? Ich weiß nicht. Komm schon, es wird Zeit. Gehen wir. Wo fahren wir hin? Wozu weggehen, wenn direkt vor uns ein zugefrorener See liegt? Eisangeln im November? Ja, dieses Jahr wurde es echt früh kalt. Klimawandel, der Scheiß wird uns umbringen. Doch erst angeln wir. Du kannst hinter mir gehen, wenn du Angst hast. Du meinst es echt ernst? Ich meine es immer ernst, Tyler. Na los, wir müssen das Zeug aus dem Auto holen. Alles ist bereit. Showtime. Wenn du soweit bist. Willst du das nicht machen? Nee. Mann, ich bring dich doch nicht um deinen ersten Fang auf deinem Grundstück. Okay. Hast du alles, was du brauchst? Ja, habe ich. Mann, das wird mir so fehlen. Was denn? Einfach abzuhängen und zu angeln. Wenn wir erst in Juno wohnen, haben wir neben der Schule und dem JBG kaum Zeit. Ja, stimmt. Sind von den Leuten, die du aus Fireweed kennst, welche in Juno gelandet? Ich weiß nicht. Als sie weg waren, haben wir den Kontakt verloren. Echt? Manche von ihnen waren echt cool. Aber wir standen uns nicht so nah, weißt du? Sie sind nicht wirklich wie Familie geworden, was? Also, ich war ziemlich eng mit meinem Berater Aaron. Aber ich habe schon eine Familie. Naja, nicht umsonst stellt man Familien als Bäume dar. Es wachsen stets neue Äste und... Hey, ich glaube, da hat was angebissen. Du schaffst das. Schnapp sie dir. Quicktime Event, let's go. Komm schon, zieh an der Angel. Los, kräftig ziehen. Ich hab ihn. Glitschiger Kleiner. Hab ihn. Bravo. Juhu. Der erste von vielen. Immer mit der Ruhe. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Danke, Sensei. Ach hey, wolltest du wirklich noch zum Bussardloch? Der Fluss friert vielleicht bald zu, also sollten wir nicht zu lange warten. Ja, sicher. Cool. Ich wollte Samstag gehen. Ich hol dich dann ab. Cool. Ich stell meinen Wecker auf arschfrüh am Morgen. Ist da irgendwas Gutes drin? Vielleicht. Aber wer sagt, dass ich teilen will? Okay, schön. Wie du willst. So, du hast so eine schicke Tasche nur fürs Eisangeln? Keine Kompromisse. Niemals. Mann, du machst keine halben Sachen, was? Ich hab's dir doch gesagt. Ich meine alles völlig ernst. Okay, dann mal los. Ach, ja, komm. Okay. Was sagst du dazu? Gut gemacht. Das war also nicht nur Geschwätz. Beeindruckt? Ich sehe nur zwei Fische in meiner Kühlbox. Ja, noch? Und? Was zauberst du aus unserem Fang? Hey, du kannst Gedanken lesen. Ein Stück frischer Fisch mit Knoblauch, Pesto, Walnüssen und einem Schuss Olivenöl. Absolut perfekt. Könnte lecker sein. Als Komplize sein. Solltest du deinen Anteil bekommen. Klingt gut, Partner. Was letzte Nacht angeht.
Ich weiß nicht, was Allison gesagt hat, aber ich dachte, naja, wir beide wären auf dasselbe aus. Aber das hat wohl nicht gestimmt. Hey, also sag ihr das nicht weiter, aber letzte Woche war deine Schwester echt kaum auszuhalten. Sie war ganz aus dem Häuschen vor Aufregung darüber, dass du zurückkommst. Wirklich? Das kannst du mir glauben. Als ihr euch das letzte Mal gesehen habt, wart ihr Kinder. Die Dinge haben sich geändert, aber ihr könnt daran arbeiten. Ich weiß. Ich habe sie gestern echt bedrängt. Es ist meine Schuld. Ich verstehe nur nicht, warum sie immer vor allem weglaufen muss. Verständlich, oder? Ein Problem auszuweichen lässt es nicht verschwinden. Sie ist so auf den Hausverkauf fixiert, als wolle sie die Vergangenheit begraben. Alles. Selbst das Gute. Ich ergreife keine Partei. Aber seit damals ist sie das Mädchen vom Mörderhaus. Jetzt kann sie das hinter sich lassen und ganz neu anfangen. Mann, da hätte ich's wahrscheinlich genauso eilig. Darüber habe ich nicht wirklich nachgedacht. Ich war so mit meinen eigenen Problemen beschäftigt. Es ist hart, verstehst du? Zu lernen, selbst klarzukommen. Hier draußen. Du meinst außerhalb von Fireweed? Ja. Als ich dort ankam, wollte ich so schnell wie möglich wieder raus. Es war wie ein Gefängnis. Aber mit der Zeit wurde es mehr und mehr zu einem Obdach. Dort fand ich heraus, wer ich bin. Aber jetzt muss ich herausfinden, wie ich diese Person auch hier sein kann. Naja, wenn es dich beruhigt, niemand von uns weiß, was wir hier tun. Im Moment sieht es vielleicht beschissen aus, aber deine Schwester wird dich niemals aufgeben. Und wenn du willst, bin ich auch für dich da. Sei nur vorsichtig. Bin etwas angeschlagen. Ich werde es mir merken. Danke fürs Zuhören. Kein Thema. Sag ja nichts. Komm schon, zieh an der Angel. Oha, der kämpft. Easy. Oh. Wow, bam, 3 von 3. Nicht schlecht. Wow, nicht schlecht, mein Lieber. Ordentlich. Was? Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Kann ich dich was Komisches fragen? Ist vielleicht schwer zu beantworten. Komisch und schwer zu beantworten ist mein Ding. Was denn? Woher wusstest du, dass du bereit bist, anderen zu vertrauen und dich zu öffnen? Okay. Ja, das ist eine schwierige Frage. Sag ich doch. Daran ist nichts zu drehen und zu deuten. Verletzt werden gehört dazu. Ich habe dem gesamten Indie-Folk-Genre den Rücken gekehrt, nachdem ich auf einem Konzert verlassen wurde. Aber ich habe mich wieder rausgewagt, genau wie alle anderen auch, denen mal das Herz gebrochen wurde. Denn wenn du jemanden triffst, der dich wirklich versteht, musst du nichts mehr vorspielen. Was meint er? Hä, ob ich mich rasiert habe? Nein, ich hab's ein bisschen gestutzt. Sehe ich denn so rasiert aus? Ich sah nur sehr strubbelig aus, deswegen habe ich mal ein bisschen gekürzt. Dagegen kann man nichts sagen. Und du willst immer noch derjenige sein? Selbst nach dem ganzen Mist, der passiert ist? Hey, ich bin auch nicht perfekt. Aber es ist das Risiko wert. Ja,
welche Richtung geht das hier? Ich denke, da sind wir uns vollkommen einig. Ach ja? Ja. Ich habe das Gefühl, bei dir könnte ich alles sagen oder tun und das ist vollkommen okay. Ich fühle mich sicher. Bist du? Deine Schwester würde mich nämlich sonst umbringen. Ja, würde sie. Du scheinst damit ja nicht viel zu fangen. Soll ich dir mal zeigen, wie es geht? Unbedingt. Ich will mir die Scheune angucken. Verpasst die Show. Ach, ihr Knutschis, na, rauf da. Komm. Ihr Süßen. Alles okay? Meinst du mit Sätze, die man auch gut aus dem Kontext reißen kann? Ja, die beiden Knutschis. Also, ja. Ja, trifft es ganz gut. Hey, Ali. Ich glaube, ich gehe dann mal besser. Haust du? Okay. Rufst du mich an? Na klar. Die sind süß. Sorry für die Störung. Nein, voll in Ordnung. Wir waren eh fertig. Was gefangen? Mach doch. Vor allem Eis, aber ja. Tyler, mein Ausraster gestern tut mir leid. Ach so, ja. Es ist einfach schwer für mich. Es muss dir nicht leid tun. Ich war ein Arschloch. Ich hätte dich nie so drängen dürfen. Komm her. Ach so meinst du das? Ah. Mann, warum habe ich dich so vermisst? Ja. Es war doch nur ein Tag. Ich habe eben einfach diese Wirkung auf Menschen. Du Blödmann. Okay, also, ich muss dir was zeigen. Was? Jetzt wird's aber unheimlich. Können wir uns kurz setzen? Also, worum geht's? Ich war gerade bei Sam. Er ist nicht unser Vater. Woher weißt du das? Ich habe ihn gefragt, ganz direkt. Ich bin nicht überrascht. Die Scheune niederzubrennen, das passt überhaupt nicht zu Sam. Ja, es war blöd von mir, ihn überhaupt zu verdächtigen. Er würde Marians Kindern nie wehtun. Da ist noch etwas. Schau mal hier. Das wurde 1992 gemacht, kurz nach Marians Ankunft in Delos Crossing. Siehst du die Leiter? Sam meinte, die Scheune hätte einen Speicher. Er hat beim Bau geholfen. Sie hat wohl niemandem davon erzählt. Und es gibt ihn noch? Soweit er weiß, ja. Was meinst du? Sollen wir dem nachgehen? Wir sind so weit gekommen. Ein geheimer Speicher? Das schreit doch richtig nach Geheimnissen. Let's go. Endlich. Ich bin gespannt, was wir erfahren. Da oben.
Komm schon. Was für ein Kap... Was glaubst du, ist da oben? Keine Ahnung. Ich möchte lieber nicht raten. Ich hab mir schon das Schlimmste ausgemalt. Keine Sorge. Egal, was wir finden. Ich beschütze dich. Mal gucken, wie ritterlich du bist, wenn du Fledermäuse in deinen perfekt gestylten Haaren hast. Ach ja. Ja, dann mach's lieber nicht. Was glaubst du, ist da oben? Keine Ahnung. Ich möchte lieber nicht haben. Der Hebel sollte dahinter sein. Juhu. Ah, hier ist er. Sehr schön. Sie öffnet sich. Die Geheimnishüterin bewahrt die größten Geheimnisse immer in den Wolken auf. Ja, komm. Oh, so hoch kann ich nicht springen. Hebst du mich hoch? Deine ekligen Schuhe fasse ich bestimmt nicht an. Wir suchen eine Leiter. Ja, ich hab hier. Darf ich? Vielleicht? Okay, die Leiter ist schon mal nicht gut. Ja, da ist sie. Kannst du was sehen? Nö, nichts. Ah, da ist Licht. Heilige Scheiße. Das hat mich gleich ein paar Jahre altern lassen. Wow. Das ist... Ihre Geschichte. Guck, sie hat was hinterlassen. Oh, bitte nicht schon wieder. Ich hab keinen Bock, schon wieder ins Buch zu gucken. Es hat ein Kombinationsschloss mit Buchstaben. Mein Blick. Glaubst du, sie hat den Code hier irgendwo versteckt? Wie ich Marianne kenne? Wahrscheinlich. Und? Bist du bereit? Ja. Fangen wir hier an. Warum sind die Bilder vom Buch der Kobolde hier? Ich weiß nicht. Das ist der Platz der frommen Pelikan-Dame. Die listigen Kobolde kommen hierhin. Die kluge Prinzessin kommt natürlich in das große Holzhaus. Die Mondhexe muss in ihrem See gefangen sein. Der wilde Jäger. Immer auf den Spuren der Prinzessin. Und? Wait. Eins fehlt? Oh Gott, nee. Bitte nicht. Tyler, wir sind hier noch nicht fertig. Ey, kann ich mir nicht mal was angucken? Sag mal, boah, sorry, du Model. So. Der räudige Bisam kann seinen Fels zurückhaben. Der Eiskönig kommt natürlich in den Wald. Du kommst dahin, stattlicher Elch. Zurück in deinen Teich. Okay, also es fehlen vier Dinge. Irgendeine Idee, wie der Code lauten könnte? Nein,
Bevor wir raten, sollten wir wohl gucken, ob Marianne einen Hinweis hinterlassen hat. Oder wir raten. Ist doch auch eine coole Idee. Okay. Wir suchen nach Hinweisen. Anscheinend tut sich da nichts. Vielleicht ist es kaputt. Oder das war nicht die richtige Reihenfolge. Wir müssen erst die anderen lösen. Okay. Das Teil sieht beweglich aus, aber es klemmt. Mit Spucke geht alles. Oder doch nicht. Hey, ich will versuchen, dieses hier zu lösen, bevor wir uns an die anderen machen. Oh, ist ja schon okay. Erkennst du das? Ja, wie in der Geschichte, in der die Kobolde den wilden Jäger austricksen. Sieht so aus, aber... Es bewegt sich. Oh, manche von diesen Teilen sind... Sieht dieser Ast etwa, findest du sein Lächeln, sieht anders aus? Ah, es ist nicht der gleiche Titel. Würde das als Unterschied durchgehen? Selbst wenn der Ast ein bisschen anders ist. Ich denke nicht, dass das irgend... Warum hat sie wohl das Schloss im Hintergrund hinzugefügt? Schon was rausgefunden? Nee, ich überleg noch. Keine Kobolde. Eine rosa Blume. Die Prinzessin flieht vor dem wilden Jäger. Der wilde Jäger hat hier noch zwei Hände. Also war das entweder bevor die goldene Fürstin ihm die Hand abschnitt oder... Warte. Schon was rausgefunden? Achso, das wird immer bei ihr angezeigt. Okay, halt stopp. So. Wir haben jetzt alles drin, oder? Schon was rausgefunden? Ich stehe total auf dem Schlauch. Also erstens ist der Titel anders, oder? Vielleicht auch nicht. Aber der Titel ist anders. Oder vielleicht ist der Titel anders. What? Oder nicht? Gott. Hier ist das. Warum hat sie das Bild wohl geändert? Ich weiß nicht. Vielleicht als Botschaft, damit uns diese Unterschiede irgendwas sagen? Etwas über Marianne, meinst du? Weil sie die Prinzessin ist? Ja. Versuchen wir alle zu finden und einen Sinn darin zu erkennen. Handtitel. Person hinter dem Baum. Okay, finde die Unterschiede. Okay. Oder nicht? Wir nehmen das alles mal aus. Also, den Titel lassen wir drin. Das ist nur ein Stern. Ohne, selbst wenn der Ast ein bisschen anders ist. Ich denke nicht, dass das irgendwas bedeutet. So langsam wird es aber wirklich albern. So. Oder? Schon was rausgefunden? Nee, ich überleg noch. White. Das Schloss haben wir noch drin. Oh. Nee. Hä? Oder nicht?
Aber wir müssen doch das reindrücken, was nicht im Buch ist, richtig? Oh. Das ist auch alles so. Ha! Jetzt. Wir haben sie da unten, wir haben die Hand. Wir haben das Schloss. Oh. Oh, hold on. Wie haben wir das hier noch an? Schon gut. Es ist nichts. Was? Schon was rausgefunden? Ich stehe total auf dem Schlauch. Also erstens ist der Titel anders, oder? Der habe ich doch. Ja, toll. Das hilft halt auch nicht weiter. Der Titel ist anders. Das sieht alles gleich. Also wir haben den Titel. Wir haben das Schloss, was anders ist. Wir haben die Person und wir haben die Hand, die anders ist. Der Rest ist doch... Oh. Oh, hell yeah. Das ist das. Wow. Was ist da drin? Bilder, Briefe. Ein Künstler und Umweltaktivist. Yep. Das klingt wie die perfekte Mischung für Marianne. Wusstest du, dass sie Maschinenbau studiert hat? Nein, aber sieht aus, als sei sie zu bildende Kunst gewechselt. Ich glaube nicht, dass sie wirklich gewechselt ist. Der Antrag ist nicht unterschrieben und er ist zerknittert, als wollte ihn jemand wegschmeißen. Hm. Brand. Kann dieser Typ nicht Klartext sprechen? Oh, armes Ding. Warum bewahrt sie hier eine alte Zeichnung eines Haustiers auf? Naja, es sind halt einfach Erinnerungen. Kaum zu glauben, dass sie Ballett gemacht hat. Mary Ann. Und gut war sie auch noch. Gott, das passt ja gar nicht zu ihr. Die Goldene Fürstin. Das war eindeutig ihre Mutter. Also kommt Marianne aus einem reichen Elternhaus? Mhm. Scheint so. Wäre nett gewesen, etwas davon abzubekommen. Oh, wow. Was haben wir hier? Wow. Hm. Ich glaube, ich habe sie noch nie so jung auf einem Bild gesehen. Ich glaube, das im Hintergrund ist ihre Mutter. Hm. Tyler, siehst du das Licht? Wir müssen das wohl als nächstes lösen. Juhu, kleinen Moment. Die Goldene Fürstin bleibt in ihrem Schloss gefangen. Da
ist die Fürstin wieder. Sie ist überall. Eine Figur der goldenen Fürstin war doch in dem Stapel beim Bild vom wilden Jäger. Ja. Vielleicht hängt das also alles mit dem zusammen, was wir dort gefunden haben. Hey, ich kann das Teil neben der goldenen Fürstin bewegen. All diese Bilder, sie sehen aus wie Bilder aus Die Prinzessin beim Tanzen, Geige spielen und Wolle spinnen. Scheint, als hätte sie diese Dinge zum Spaß gemacht. Siehst du, wie unglücklich sie auf allen Bildern aussieht? Ich glaube nicht, dass sie Spaß hatte. Die kluge Prinzessin versucht anscheinend wegzurennen. Und die goldene Fürstin beobachtet sie. Was macht die goldene Fürstin da? Jemandem hinter dem Rücken der Prinzessin etwas ins Ohr flüstern? Nee. Schon was rausgefunden? Ach, ich stehe total auf dem Schlauch. Ist nichts drin dazu, oder? Nee. Ich versuche, das Rätsel hier mit all den Tieren zu lösen. Was ist mit der Zeichnung von Marians Haustier? Stand da nicht, ich vermisse dich drauf? Ja. Schwupps. Befreit die goldene Fürstin die Tiere? Dem Besen nach zu urteilen, würde ich sagen, sie befreit sie nicht, sondern scheucht sie davon. Scheint, als würde die goldene Fürstin der Prinzessin auf all diesen Bildern in den Rücken fallen, oder? Genau, dann haben wir sie tanzen sehen. War es das? Es öffnet sich. Das war jetzt easy, zum Glück. Was diesmal drin ist? Das Haus. Ist das Carol? Ja, und Sam. Sieh mal, er ist so jung und glücklich. Wow, sie hat für einen Uhrmacher in Juno gearbeitet, bevor sie nach Dallas kam. Kein Wunder, dass sie so geschickt war. Mhm. Na gut, weiter geht's. Salmonberry Park. Ist das eine Art Kommune? Sieht so aus. Echt schräg, dass sie in einer solchen Gemeinschaft gelebt hat. Naja, anderen Menschen. Das Komischste ist, dass sie anscheinend alle geliebt haben. Wo war diese beliebte Mary Ann, als sich die ganze Stadt gegen uns gewandt hat? Nun ja, Menschen verändern sich. Ihr Vater. Oh, 1996.
Oh boy. Uiuiui. Der Vater scheint ja gar nichts gerafft zu haben. Ist ein Vollidiot. Fick dich, Dad. Was zum... Mary Ann war 1992 schwanger, schon bevor sie herkam. Vor uns. Haben wir da draußen ein verschollenes Geschwisterkind? Möglich, aber... Wer weiß, vielleicht gab sie es weg oder erlitt eine Fehlgeburt. Ja, du hast recht. Ob wir ihren Vater ausfindig machen können? Du meinst den Großvater, von dem sie nie erzählt hat? Ich glaube, das will ich nicht. Findest du es nicht toll, eine größere Familie zu haben? Du hast den Brief gelesen. Ich denke, wir sind ohne sie besser dran. Na schön, suchen wir weiter. Gut. Also, die Familie, die kann sich halt voll ins Knie ficken. Was ist das? Okay. Eine Art Karte? Was ist das Pflanzending da oben? Ah, das sind ganz klar Lachsbärenblüten. Das ist das Haus der Prinzessin. Eine Art Uhr? Das scheint ein Abendessen mit dem Alten. Das ist das Schloss der Gold. Verdammt. Warum tut sich nichts? Weil es nicht die richtige Reihenfolge ist, oder? Warte mal. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Was ist das Pflanzending da oben? Ah, das ist das Haus der Prinzessin. Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biber. Eine Art Uhr? Komm schon. Hä? Wir haben sie doch jetzt alle verbunden. Nee, Quatsch, haben wir nicht. Doch. Darüber, darüber, zack, 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 hier einmal lang, darüber, daran und das. Irgendwas übersehe ich. Okay, machen wir das wieder aus. Das wieder aus. Eine Art Uhr? Okay. Das ist das Haus der Prinzessin. Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. Genau. Eine Art Uhr? Was ist das Pflanzending da oben? Ah. Das sind ganz klar Lachsbärenblüten. Das ist das Haus der Prinzessin. Das scheint ein Abendessen. Komm schon. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären. Das ist das Haus der Prinzessin. Komm schon. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie aus dem Haus geflohen ist, die Zeit verging. Warte mal, das Haus? Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. Eine Art Uhr? Dann machen wir erstmal das Haus. Das ist das Haus der Prinzessin. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bär. Was ist das? Komm schon. Nee. Hmm.
Das ist das Schloss der Goldenen Fürstin. Das ist das Haus der Prinzessin. Eine Art Uhr? Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären. Was ist das? Komm schon. Gerade sehr windig draußen zu sein. Holy shit. Okay. Oder müssen wir alle Wege... Ziemlich sicher, dass alles im Stapel datiert war. Warum schauen wir nicht nochmal nach? Was für ein Stapel? Hier oder was? Ist das Carol? Ja, und Sam. Sieh mal, er ist so jung und glücklich. Wow, sie hat für einen Uhrmacher in Juno gearbeitet, bevor sie nach Dallas kam. Kein Wunder, dass sie so geschickt war. 92. Das ist das Schloss der Goldenen Fürstin. Nee, Quatsch. Weil von da der weil von dort der Brief kam. Eine Art Uhr? Scheiße, wann war nochmal das andere? War da auch ein Datum? Salmonberry Park. Ist das eine Art Kommune? Sieht so aus. Echt schräg, dass sie in einer solchen Gemeinschaft gelebt hat. Juni 92. Mit anderen Menschen. Das Komischste ist, dass sie anscheinend alle geliebt haben. Wo war diese beliebte Mary Ann, als sich die ganze Stadt gegen uns gewandt hat? Was ist das Pflanzending da oben? Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biber. Das ist das Haus der Prinzessin. Das ist das Schloss der Gold... Komm schon! Hä? Hey. Das ist das Haus der Prinzessin. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und das ist das Schloss der Gold... Komm schon! Okay, wir machen es nochmal von ganz vorne. Hab's gleich. Das ist das Haus der Prinzessin. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Eine Art Uhr? Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bär. Was ist das? Pflanzen? Das ist das Schloss der Gold. Komm schon. Wow, sie hat für einen Uhrmacher in Juno gearbeitet, bevor sie nach Dallas kam. Kein Wunder, dass sie so geschickt war. Ist das ja auch alles 92 gewesen? Salmonberry Park. Auch.
Ist das eine Art Kommune? Sieht so aus. Echt schräg, dass sie in einer solchen Gemeinschaft gelebt hat. Okay. Naja, anderen Menschen. Das Komischste ist, dass sie anscheinend... Was ist das Pflanzending da oben? Ah, deine Art Uhr? Das ist das Haus der Prinzessin. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären. Das ist das Schloss der Gold... Komm schon! Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der Stein... Das ist das Haus der Prinzessin. Das ist das Schloss der Gold... Komm schon! Sama! Ich hätte jetzt gedacht, dass sie dorthin geflohen ist. Was ist das Pflanzending da oben? Ah, das sind ganz klar Lachsbärenblüten. Hey, der Abschluss in Freiluftstudien macht sich bezahlt. Schön. Das ist das Haus der Prinzessin. Vielleicht hier drüber? Eine Art Uhr? Das scheint ein Abendessen mit dem alten... Das ist das Schloss der Gold... Komm schon! Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Eine Art Uhr? Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Das ist das Haus der Prinzessin. Das ist das Schloss der Gold... Komm schon! Okay. Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. Was ist das Pflanzending da oben? Eine Art Uhr? So. Das scheint ein Abendessen mit dem alten... Das ist das Haus der Prinzessin. Komm schon! Nein. So. Das ist das Haus der Prinzessin. So. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Ja. Erstes Haus, dann das Essen. Was ist da drin? Noch ein Brief? Der Verlust der Prinzessin. Ist das aus dem Buch der Kobolde? Nicht, dass ich wüsste. Naja, es sieht jedenfalls so aus. Ey, nicht umkippen hier. Was soll das denn? Die Tiara ist das Kind. Würde ich sagen. Okay, es war doch nicht das Kind. Hey, Nightmare, na, ist klar bei dir? Hoffe, du hattest einen schönen Tag.
Ach so. Okay, ja, cool. Schön. Schön, dass er dich gecatcht hat. Ich habe das Spiel gespielt. Wir werden es heute, denke ich, mal durchspielen. Ich überlege schon, was ich morgen spiele. Und es geht immer noch weiter. Oh, wait. Nein, es geht nicht weiter. Gut. Und auf diese Weise verlor die Prinzessin ihren kostbarsten Schatz. Und ihren Titel. Diese Geschichte las sie uns in der Nacht vor. Oh Gott. Ich hoffe, sie nehmen dich bald ran. Oh Mann, ey. Ja. Sie wurde schwanger. Und dann aber erst den ersten Teil. Um ein neues Leben zu beginnen. Dann kam sie nach Dallas Crossing, wo sie endlich glücklich war. Aber dann starb das Baby. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie sich gefühlt hat. Sie ließ alles hinter sich, baute ein neues Leben auf. Und dann war er plötzlich weg. Ich denke, uns zu haben hat ihr geholfen. Aber als es so aussah, als ob wir ihr weggenommen werden, drehte sie durch. Sie wollte kein Kind mehr verlieren. Es war nichts, was wir getan haben. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Wissen anfangen soll. Ich auch nicht, aber ich wollte einfach nur verstehen, was mit ihr passiert ist. Und das tue ich jetzt. Ja. Wir wissen noch nicht, was in der Truhe ist. Okay, also, wie öffnen wir sie? Die Prinzessin hat ihren kostbarsten Schatz verloren. Darum ist all das passiert. Ich blick einfach nicht durch. Okay, klingt einfach. Unten liegt eine Brechstange. Warum brechen wir sie nicht einfach auf? Was? Nein! Willst du nicht rausfinden, was das zu bedeuten hat? Ich habe genug von ihren Rätseln. Vielleicht Annie? Oder Ella? Warte mal. Wieder da, okay? Boah. Ich beeil mich.
Aber funny story, du bist nicht der Einzige, der damit struggelt. Ja, ist halt... Ach. Ja. Die Brechstange klingt gerade ziemlich verlockend. Wir gehen mal die Namen mit L durch. La. Okay, warte mal. Das ergibt keinen Sinn. Lea. Lau. Nein, Volltreffer. Done. Lurk. Wow. Wurde es gerade dunkler hier drin? Eine Babydecke? Ali, sie hat das gemerkt. Ich war ihr Sohn. Warum hat sie ein Foto von diesem Baum versteckt? Weil sie dort vielleicht das Baby begraben hat. Ist das Theo Ronan? Warum hat sie nie von ihm erzählt? Warum hat sie alles verheimlicht? Naja, weil es total schrecklich ist. Darum. Ali, meinst du, es war richtig, das zu öffnen? War es. Es ist besser, wenn wir Bescheid wissen, auch wenn es schwierig ist. Und es gibt noch was, das wir sehen müssen. Bist du sicher? Ja. Komm schon, gehen wir zum Pier. Bringen wir es hinter uns. Hey, jetzt da wir mit den wichtigen Sachen durch sind, können wir es vielleicht hiermit versuchen? Die Ausbesserungsliste der steinalten Biberdame. Das ist die Geschichte, in der ein Sie hat die Dachschindeln repariert. Sie hat die Bretter repariert, die der Sturm rausriss. Sie hat den Strom wieder angeschaltet. Sie hat das Leck repariert. Sie hat das zerbrochene Fenster repariert. Sie hat den Pfahl mit ihrem Biberschwanz gerichtet. Ich werde jetzt nein. Nein. Willst du wirklich gehen? Ja. Sicher, dass wir alles gesehen haben? Ich werde jetzt nicht jede Geschichte durchlesen. Ich bin bereit, das hier abzuschließen. Um da Kack zu machen, der nicht wichtig ist. So. Los geht's. Nicht hinfallen. Worauf warten wir?
Ich will wissen, wer in dieser Nacht dort war. Versuchen wir uns zu erinnern, mit wem Marianne gestritten hat. Vielleicht mit... Naja, wenn dann mit dem Vater. Tom, Becky ist unser Vater? Natürlich. Natürlich ist er es. Tessa wusste es, nicht wahr? Ja, mit Sicherheit. Das wollte sie uns nicht erzählen. Gott, Marianne und Tom? Ich weiß. Ach, was sollen wir jetzt tun? Wir rufen ihn her und fragen ihn, was wirklich los war. Und wenn er nicht will? Wir wissen Bescheid. Er muss. Tom, hier ist Allison. Wir müssen reden. Wir wissen, dass du es warst. Und jetzt werden wir getötet. Wie du willst, solange wir Antworten kriegen. Kann ich mir vorstellen. Hallöchen, Poppy. No, ist klar bei dir. Kinder, hör zu. Du bist unser Vater. Ja. Du wusstest, wie schlecht wir es hier hatten. Wie wenig wir hatten. Du hast Marianne nicht geholfen. Meinst du das Geld, das sie wollte? Wir hatten auch nichts übrig. Der Winter war für alle hart. Und ihr werdet hier draußen verhungert, ohne das ganze kostenlose Essen von uns. Tu nicht so, als wärst du involviert. Das war alles Tessa. Das ist eine gemeine Unterstellung, junger Mann. Mag sein, dass es ursprünglich Tessas Idee gewesen ist. Aber ich habe sie unterstützt. Und eure Mutter war froh, von unseren Almosen zu leben. Beides ist wichtig. Du wolltest unsere Scheune niederbrennen und hast Tyler bewusstlos geschlagen. Naja, also, ich wollte nie jemanden verletzen. Ihr solltet gar nicht zu Hause sein. Und trotzdem hast du nicht mal daran gedacht, zu helfen. Was wollt ihr hören? Ich bin in Panik geraten. Ich hatte Angst, dass mir diese ganze Sache um die Ohren fliegt. Ich musste handeln. Wir sagen ihm, dass er wieder in Ordnung bringen soll, was er angerichtet hat. Du warst damals hier. Du hast Marianne und Tyler gesehen. Warum hast du nicht geholfen? Ich weiß, das war nicht korrekt. Aber sie hat mein Leben bedroht. Also hast du beschlossen, sie ertrinken zu lassen? Ich habe gar nichts beschlossen. Es ging alles so schnell und ich bekam Panik. Und als ich in die Stadt zurückkam, war Brown bereits auf dem Weg. Ich konnte wirklich überhaupt nichts tun.
Ja, sorry. Ich muss mich gerade wirklich anstrengen, ihm nicht ins Gesicht zu schlagen. Denkt er echt, dass wir ihm glauben, dass er damals nichts anderes hätte tun können? Ich weiß nicht, Ellie. Ich will nicht darüber nachdenken. Du hast uns im Stich gelassen. Das musst du wieder richten. Ich mache, was immer ihr wollt. Solange nichts davon rauskommt. Wie bitte? Ihr wollt, dass ich für meine Fehler bezahle? Schön. Aber Tessa darf das nicht erfahren. Auf keinen Fall. Tessa weiß es schon, Tom. Nein. Das ist unmöglich. Du begreifst es nicht. Der Grund für Tessas und Mary Anns Zerwürfnis bist du. Ich... Aber sie... Sie hat nie was gesagt. Oh Gott. Du solltest mit deiner Frau reden. Hättest du das getan, wären wir vielleicht nicht in dieser Situation. Und Mary Ann wäre vielleicht nicht tot. Ach bitte, gerade du solltest doch ganz genau wissen, wie schlecht es Mary Ann ging. Sie war völlig verwirrt. So etwas wäre früher oder später ohnehin passiert. Sowas wäre früher oder später sowieso passiert. Bam! Ins Gesicht. Und du wolltest nicht riskieren, da zu sein, wenn es passierte. Selbst wenn sie deshalb ihre Kinder hier draußen alleine aufziehen musste. Hättest du deinen Mann gestanden, wäre das alles nicht passiert. Ich hatte keine Wahl. Das hätte nie geschehen dürfen. Aber, naja, eure Mutter war eine wunderschöne Frau. Und sie ist so weit herumgekommen und hat so viel erlebt. Alles, was ich immer tun wollte. Ich wurde eingeholt. Die Liebe hat mich erwischt. Hör zu, ich habe Fehler gemacht. Aber das wird diesen Kreis hier nicht verlassen. Warum? Wir wissen's. Und Tessa auch. Mary Ann ist tot. Es hat keinen Sinn, es zu verheimlichen. Er hat Angst, dass es seine Kampagne versaut. Irre ich mich? Scheiße, Tom. Ich habe euer Geheimnis jahrelang bewahrt. Ich will es nicht ausplaudern. Aber wenn es nicht anders geht... Was? Ja. Eure kleine Notwehrgeschichte. Ich habe nie jemandem erzählt, wie Mary Ann wirklich starb. In jener Nacht kam ich hierher, weil ich mir Sorgen um eure Mutter gemacht habe. Thank you.
nicht. Ich will nicht beten. Nein! Niemals! Du bist ein scheiß Lügner! Ich sah, was ich sah. Du manipulierst uns, genau wie du sie manipuliert hast. Tyler! Du hörst doch nicht auf ihn, oder? Sei jetzt nicht dumm, Allison. Willst du wirklich, dass das rauskommt? Du hast hier viel mehr zu verlieren als er. Seine Weste wird wieder weiß, aber du wirst zur Mörderin. Was würde dein Onkel sagen? Der weiß es schon. Und Michael? Tja, es könnten sich alle von dir abkehren. Fass sie nicht an. Du weißt, ich habe recht. Tom, mach, dass du wegkommst. Tyler und ich müssen reden. Überlegt es euch genau. Ehe ihr irgendwelche Entscheidungen trefft. Ihr zieht da so viele Personen mit rein. Verpiss dich einfach, Mann! Und komm nie wieder! Ellie, alles okay? Du hast diesem Arsch doch nicht geglaubt, oder? Oder? Was, wenn er recht hat? Ich hatte so viele Albträume von dieser Nacht. Sie ähnelten alle Toms Geschichte. Und wenn ich mich erinnern will, sehe ich nur noch das. Er will dich nur durcheinander bringen. Und du lässt es zu. Es steckt mehr dahinter. Seit wir damit angefangen haben, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass irgendwas nicht stimmt. Es stimmt etwas nicht, weil er es dir einredet. Lass ihn nicht damit durchkommen. Vielleicht ist es wahr. Wir bringen Sachen durcheinander. Unsere Erinnerungen an die Vergangenheit unterscheiden sich. Das sind nur Details. Das hier ist anders. Sie wollte mich umbringen. Ich bin mir nicht mehr so sicher, Tyler. Sie hat eine Waffe auf mich gerichtet.
mich verfolgt. Sie hat gesagt, dass sie mich umbringen wird. Sie bedrohte Tom mit denselben Worten, mit derselben Waffe, auf demselben Pier. Was du zu Eddie gesagt hast, kam wie ein Echo zu mir zurück. Könnte es nicht sein, dass das hier auch passiert ist? Ich denke schon. Fuck. Ich weiß es nicht. Und wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, was? Denn sobald du etwas den Rücken kehrst, war's das. Ja. Ich glaube, in dem Fall musst du dich entscheiden, woran du glaubst. Ich? Ja, du musst damit klarkommen, Ellie. Das heißt, du musst dich entscheiden. Für die Version der Vergangenheit, die dir am schlüssigsten erscheint. Kein Wegrennen. Egal, was du wählst. Du musst damit leben, okay? Ich werde dich umbringen. Aber, also, warum hat sie dann eine Waffe in der Hand gehabt? Und hat mich die ganze Zeit verfolgt. Ich meine, sie hätte auch die Waffe weglegen können und dann dem Jungen folgen. Also. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, dass sie die Kinder umbringen wollte, damit sie ihr nicht weggenommen werden. Und die Sache mit dem, sag ich mal, toten Kind hat das halt noch bestärkt. Ja, Benny, da hast du recht. Aber, also, der Typ, der kam ja, also hier dieser Tom, der kam ja hin, aber da hat sie ja schon die Waffe geladen. Bin gerade echt ein bisschen... Bin gerade ein bisschen zwiegespalten. Denn beide hatten immer die Erinnerung an die. Ich werde dich umbringen. Jetzt kommt Tom und sagt, das war aber so. Das ist so... Ja, tja, danke. Das ist eine Antwort. Danke, Benny. Hab dich auch gern.
Toll. Mann. Ach. Das denke ich mir halt auch. Ich werde dich umbringen. Ich werde dich... Sie wollte ihn vielleicht... Ach, so kann sie es halt auch sagen. Ich will dir nicht wehtun. Aber ich muss. Ich will dir nicht wehtun. Ich glaube... Umbringen. Ich glaube, meine Erinnerung. Sorry. Auch wenn es falsch ist. Ich werde dich umbringen. Ich werde dich umbringen. Bitte tu das nicht. Oh nein. Was? Das ist nicht... Was? Ich glaube, Tom hat gelogen. Tom hat gelogen. Marianne wollte nicht nochmal von ihren Kindern getrennt werden. Und der einzige Weg, das zu verhindern, war, wenn wir alle gemeinsam gehen. Genau. Das war so ein "Ich töte die Kinder und dann mich selbst" Ding. Ich hab dich gerettet. Uns gerettet. Ich weiß. Du hast das Richtige getan. Tom will so nur seinen Arsch retten. Willst du wieder reingehen? Das Stück Scheiße. Ja. Hey. Guck, was ich unten gefunden habe. Was meinst du? Ist er gut gealtert oder bloß verdorben? Ach du Scheiße. Oh Mann. Du kommst bestimmt gleich dran. Fuck. Haben die überhaupt noch auf? Dann Prost, sag ich mal. Ich kann nicht glauben, dass Tom dachte, wir schlucken das. Und ich's fast getan hätte. Ja, ich kann kaum glauben, dass er und Marianne... Was hat sie bloß in ihm gesehen? Sie war wahrscheinlich sehr, sehr einsam nach dem Verlust von Leo. So einsam könnte ich nie sein. Hör zu, bei all dem, was passiert ist, habe ich nachgedacht. Über die Stimme. Dass wir aufhören sollten, sie zu nutzen. Was? Ich vertraue ihr nicht. Und ich glaube, wir wären ohne sie besser dran. Heute Morgen hatte ich diese schrecklichen Visionen. Von dir und Marianne und Eddie. Vision? Wie unsere Erinnerung? Ja, aber anders. Meine schlimmsten Gedanken wurden zum Leben erweckt. Du warst in meinem Zimmer und sagtest, ich hätte dich im Stich gelassen. Eddie nannte mich eine Schlange. Es tut mir leid. Ich hätte für dich da sein sollen. Schon okay, ich bin schließlich gegangen. Es darf nur nicht wieder passieren. Ich glaube, das wird es nicht. Irgendetwas hat uns gedrängt, Antworten zu finden. Und jetzt haben wir sie. Vielleicht liege ich falsch. Und wenn es so schlimm bleiben sollte, können wir aufhören. Aber ich will wirklich behalten, was uns ausmacht. Oh nein. Jetzt geht's los. Oh, ich hab gedacht, da kommt ein Auto. Der wilde Jäger war gezwungen, bei der Mondhexe unter dem See zu bleiben. Doch sie tötete ihn nicht. Denn selbst mit nur einer Hand war er ein überaus nützlicher Diener. Er wartete auf den Tag, an dem er den See verlassen Bruder und Schwester? Und Jagd auf die kluge Prinzessin machen würde, um sich seine linke Hand zurückzuverdienen. Immer
Und das war die Geschichte davon, wie die listigen Kobolde die kluge Prinzessin vor dem wilden Jäger bewahren. Minuten. Oh Mann, ey, du hältst aber auch durch, ne? Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, besser. Wow, Haare geschnitten. Ey. Noch ein letzter Blick. Und wir können gehen. Hey, ich bin's. Hey, ich. Das Haus ist leer. Ich bin dann gleich hier raus. Also, letzte Chance. Soll ich noch irgendwas erledigen, solange ich hier bin? Hör mal, Tai, du bringst doch die Schlüssel zu Tina, oder? Ja, ich bring sie ihr auf dem Weg zur Fähre ins Büro. Tja, das war's dann wohl. Wie ist Juno? Groß und voller Leute. Selbst ohne Touristen. Michael schreibt gerade Regeln für die Wohnung. Wir müssen gegen sein Vollwertkostkonzept ankämpfen. Unterzeichne ja nichts, bevor ich da bin. Okay? Okay, aber beeil dich. Wenn es nach ihm geht, bleibt uns nur ein kleines Fach für Junkfood. Was? Das geht gar nicht. Nach meiner OP nächsten Monat brauche ich mindestens das Doppelte, nur für Süßkram. Absolut. Das geht so nicht. Hast du den Artikel über Toms Wahlniederlage gesehen, den ich dir geschickt habe? Ach ja, ich habe deine Nachricht kurz vorm Derby-Training gesehen und hatte noch keine Zeit, ihn zu lesen. Aber ich musste schon über die Überschrift lachen. Stellst du dir manchmal Toms Gesicht vor, wenn du jemanden blockst? Nein, aber das ist eine super Idee. Wie auch immer. Ich bin froh, dass Tessa ihn verlassen hat. Karma's a bitch. Wie geht's dir? Ziemlich gut. Wirklich gut. Dir? Auch. Weißt du, das Haus leer zu räumen hat mir echt geholfen. Danke für die Hilfe. Das Observatorium hat mich wirklich gebraucht. Und nach allem, was passiert ist, tut mir etwas Abstand zu Delos Crossing gerade sehr gut, denke ich. Keine Sorge. Läuft alles gut mit der Therapeutin? Gail, ja. War gerade dabei, meine Hausaufgaben zu machen und ein paar Briefe zu schreiben. Das hat mir echt etwas Durchblick verschafft. Das klingt super. Okay, ich muss jetzt auflegen. Bis heute Abend. Okay, ich gehe noch ein letztes Mal durch das Haus und dann ab zur Fähre. Gute Fahrt. Ich bin mir sicher, dass es in dem alten Allison-Mobil gar nicht anders geht. Hab dich lieb. Ich dich auch. Ich hoffe, die nächste Kobold-Familie baut hier drin viele Sandburgen. Schade, dass Tessa ihr Café geschlossen hat. Dein neuer Laden ist nun wirklich kein Ersatz. Oha.
Die hätte ich ihm wohl vorbeibringen sollen. Oder gleich zu Bernies. Ich sollte meine restlichen Sachen holen, bevor ich verschwinde. Sag mal. Jetzt blöd gelaufen, Thomas Anthony Vecchi. Was haben wir hier? Tja, zumindest hat sie ihn in den Wind geschossen. Ja, den nehmen wir mit. Ach, Sam. Ach, Stinkehosen, Sam. Es ist schräg, es so leer zu sehen. Aber wenigstens ist es das letzte Mal. Ach, die beiden Süßen. Aber jetzt mal for real, das ist so... Das sieht so geil aus hier. Das wird mir fehlen. Schwelgst du noch mal in Erinnerung, Mr. Ronan? Hey, ich habe hier gerade einen sehr rührenden Moment mit mir selbst. Okay, lasst euch nicht stören. Ich meine, ja, das Haus müsste man renovieren. Ganz klar. Draußen Fassade neu machen, drin neu machen. Vielleicht ein paar. Bei Stützbalken sind rein theoretisch noch ganz gut. Aber ey, das ist so ein geiler Platz. Wenn du einfach nur chillen willst, fährst mit dem Boot raus. Ich meine, ja, es gibt Bären und Waschbären, aber... ja, ein letztes Mal auf der Veranda. aber ja, ey, das ist so wunderschön hier.
Gib mir sowas mit geilem Internet, einer guten Stromversorgung und ich bin glücklich. Dazu noch die Frau, die ich liebe, dabei. Ja, Zeit für was Neues. Ist ja endlich ein Boot drinne? Nee. Aber könnte man sogar ein Boot reinstellen? Mann. Krieg ein bisschen Pipi in den Augen, nein. Ach. Fährst ein bisschen raus. Fängst dir ein, zwei Lachse. 60 Minuten? Ja, ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Oder haben die im Vornherein schon gesagt, dass es länger dauert? Die sagen ja manchmal, ihre Wartezeit beträgt jetzt 12 Jahre. Ist das schön hier? Den Steg würde ich halt... Wobei, der Steg, der sieht auch noch gut aus, oder? Also jetzt mal davon abgesehen, dass die Bretter so total scheiße aussehen. Aber könnte man vielleicht drüber schleifen. Oder halt direkt gleich alles neu machen. Das hier breiter machen. Dass man auch hier drauf vielleicht grillen kann. Ich. Ideen. Ich muss weg hier. Das ist so schön. Och, Mann. Die schönen Blumen. Hier hinten war doch noch was. Das konnten wir uns das letzte Mal nicht angucken. Und jetzt ist es weg. Okay. Es tut mir leid, dass wir dich hier allein lassen. Bis dann, Leo. Alles okay, Ty? Ehrlich gesagt, ja. Es ist alles okay. Gott, ist das schön hier. Kriegsgott. Könnt ihr nicht das Haus für mir verkaufen für $10? Ich nehme das. Samt Grundstück. Und dann mache ich das hier aber tüffig. Und bärensicher. Und kinderfreundlich. Mit einem schönen Garten. Ich meine, ey, jetzt mal ganz ehrlich, hier ist so viel Platz, hier könntest du rein theoretisch auch alles anbauen, was du brauchst. Dabei rede ich nicht an... Nein, ich rede an Obst, Gemüse. Naja, Obst vielleicht nicht, aber Gemüse. Man müsste es vielleicht schützen vor der Wildnis, aber hey. Das ist doch kein Ding. Noch immer keine Biber. Tja, ich bin direkt hinter euch.
eine Quote-Funktion, aber es gibt ja eine... Ja, kannst du ein Highlight draus machen? Ein Clip oder so. Ich will nochmal hoch, weil beim Telefonat konnten wir oben was nicht triggern. Weißt du, denn hier so schön, so mit einer schönen Couch, schönem Kamin. Den ganzen Kack würde ich rausschmeißen und die Streaming-Area machen. Da hat man schön viel Platz, dann haben wir hier die Küche. Da passt sogar hier in die Mitte so eine Kochinsel hin. So. Okay, beim Bad, da müssen wir halt wirklich was machen. Also, hier wird Grund saniert. Ja. Hier oben würde ich Lynn ihr Lesereich machen. Mit so einer richtig kuscheligen Couch oder so einer Liege. Hier Bücherregale. Der ganze Bereich hier wird zum Liegen, Sitzen gemacht. Ich weiß, ich bin doof, aber das ist so schön hier. Für die Nachwelt. Ich glaube auch, man müsste die ganz gesamte Elektronik erstmal erneuern. Vielleicht wäre es sogar günstiger, dann einfach das ganze Haus abzureißen und einfach neu zu bauen. Je nachdem. Hm. No. Das ist voll süß. WTF? No. Na gut. Nochmal kurz bei Mutti ins Zimmer. Mal gucken, was da jetzt kommt. Din, din. Okay. Aber er nimmt doch den Laptop mit. Also. What the fuck? Nice. Winter? Sommer. Winter? Sommer. Gut, reicht. Mehr müssen wir hier gar nicht machen, oder? Ach ja, hier sind wir ja hochgekommen. Zu Beginn. Na dann, ne? Viel Spaß im AFK sein. Ich will hier nicht wegfahren. Wer will denn in irgendeine Kackstadt, wenn man hier sowas hat? Kobolde out. Das ist wirklich der Traum für mich, meine Fresse. Ich glaube, was man hier machen müsste, ist, man müsste ein richtiges Gewächshaus hinbauen. Damit die Wildtiere da nicht rankommen. So Bären oder was. Das wär's, glaube ich. Haust du rein. Ah, er träumt das Seufzen. Hm.
Okay. Ah, er träumt das Seufzen. Okay, aber... Also... Das war's. Ich dachte, wir fahren jetzt los. Ich sollte meine restlichen Sachen holen, bevor ich verschwinde. Aber wir haben doch alles. Oder können wir jetzt den Laptop einpacken? Untersuchen? Ich will den mitnehmen. Nehmen. Da. What the fuck? Ich glaube nicht, dass wir das mitnehmen können, oder? Kurz mal aufs Telefon schauen. So, jetzt haben wir alles. Oder? Nee. Heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Hey, hallo Aaron. Hier ist Ty. Tyler Ronan. Ich dachte, ich versuche dich in deiner Pause abzufangen. Aber du hast in der Zwischenzeit wohl einen anderen Rebellen gefunden. Ich weiß, ich habe mich nicht mehr gemeldet, seit ich aus Fireweed weg bin. Ich wollte nur sagen... Naja, du hattest recht wegen der Trauer, dass sie sich im Kreis dreht. Heute Morgen war ich draußen auf der Veranda und schaute in den Nebel. Und meine Mutter, sie stürzte einfach aus mir heraus. Aber es war okay. Die Erinnerung fühlte sich gut an. Wie auch immer, ruf mich zurück, wenn du mal Zeit hast. Wir sehen uns. Und... Hey, Toastron. Danke. Na, alles klar bei dir? Danke für den Raid. Wir sind gerade durch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Habt ihr was Schönes gespielt? Fortnite oder so? Sag mal, jetzt kommen ja aber die ganzen Achievements rein. Das sind doch bloß 3 Kapitel und ist man schnell durch. Oh.
Pläne zu. Ist das gut? Ich habe es noch nie gespielt. Deswegen. Ja, es war ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Zwischendurch habe ich gedacht, wird ein bisschen langweilig. Dann dachte ich, es wird noch langweiliger und langweiliger. Und ja, der Schluss, der war jetzt doch ganz okay. Weiß ich nicht. Kurz überlegen. Also ich habe damals auch immer Sims, also nicht Sims, sondern SimCity gespielt. Von daher würde ich es vielleicht auch spielen. Was geht bei dir heute noch so? Irgendwas Schönes vor? Spielen wir jetzt. Das Spiel ist vorbei. Rein theoretisch würde ich mit Dings weitermachen. Life is Strange 1. Gleich deine echten Tiere verpflegen. Okay. Ja, ergibt Sinn. Sehr gut was vor. Auf jeden Fall was Chilliges. Ich muss gestehen, ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft von diesem Spiel. Das war so ein bisschen... kam irgendwie nicht so in die Gänge und so. Das Ende war jetzt... gedacht, da kommt jetzt noch so ein riesen Exposed-Ding raus. Aber hey, wir wissen, wer der Vater ist. Also... ja... schon. Es lohnt sich. Und wenn du kein Geld dafür bezahlen musst, das gibt's beim Xbox Game Pass. Also... da dann einfach zocken. Da gibt es auch alle drei Kapitel. Ich weiß gar nicht, was es sonst kostet. Sind wir bald durchgelaufen? Huch! If Alice, ist das richtig ausgesprochen? Danke für dein Follow, herzlich willkommen. Lehn dich zurück, entspann dich. Danke, danke. Richtig lieb. Hi. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Dass diese Abspann-Dinger immer so lange gehen müssen. Aber ich will die gerne mitnehmen. Ja, wirklich. So hatte ich das Gefühl bei Life is Strange True Colors. Sind wir fertig? Können wir gehen? Müssen wir bleiben? Hallo? Spiel? Musik? Hallo?
True Colors ist nice. Ich habe letztens das DLC gespielt. Ach ja, bei mir auch sehr chillig. Haben jetzt halt das durchgespielt und jetzt werde ich wahrscheinlich morgen mit Life is Strange 1 anfangen. Und wenn ich das durch habe, kommt Before the Storm oder Below, wie auch immer das heißt danach. Das werden wir dann spielen und dann spielen wir den zweiten Teil. Ey, sag mal, ist die Lala aus oder was? Muss ich jetzt hier selbst Musik machen? Ja. Na, 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 na. Before the Storm, okay. Ja, ich dachte mir, wenn ich den dritten Teil schon spiele, dann kann ich auch den ersten Teil spielen und dann den zweiten Teil. Dann habe ich gesehen, dass die Grafik mir nicht so gefällt. Dann habe ich aber auch gesehen, dass es eine Remastered-Version gibt, die ein bisschen besser aussieht. Von daher habe ich die dann genommen. Na komm. Kann ich vorspulen? Ja. Oh, das war's. Okay. Allison war dankbar. Das, okay, ja, cool. Ja, schön. Ich hätte es auch aufgebrochen. What? Niemand hat das gemacht. Niemand hat Toms Aussage geglaubt. Richtig so. Okay. Ich glaube, hätten wir im Verlauf des Spiels geguckt oder das Band zwischen den beiden nicht so zusammengehalten, dann wäre das nicht so geblieben. Der dritte Teil war auch mein erster Teil, den ich gespielt habe. Ja, das ist okay. Ja, ich habe die bei Gronkh zum Beispiel nicht gesehen. Deswegen bin ich da noch sehr jungfräulich. Ich hatte damals meine Demo gespielt und da hat es mir absolut nicht gefallen, aber ja, Geschmäcker verändern sich. Du kennst Tom nicht, aber ein richtiges Opfer. Ja. Tom ist der Vater von den beiden. Eine richtige Kacknase. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass Eddie der Vater ist. Warum auch immer. Okay, also 33% haben es ihm nicht gesagt. Naja, mein Gott. No, der arme Sam Ada, der hat mir zum Schluss auch ein bisschen leid getan, ne? Was? 29% haben... Boah, hallo, was soll das denn? Da muss doch geknutscht werden. Was soll das denn? Okay. Okay.